Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Moin und willkommen zurück bei den Klimacheckern. Vor ein paar Folgen hatten wir das Thema Windkraft an Land ja schon mal gehabt. Dieses Mal gehen wir raus aufs Wasser. Was ist offshore so los vor der ostfriesischen Küste? Hier ein paar kurze Fakten zur Stromgewinnung auf dem Meer. Schauen wir uns die Nordsee vor Ostfriesland, also vor Ostfriesland im weitesten Sinne, mal an. Angefangen hat alles mit dem Offshore-Windpark Alpha Ventus. 2010 ging der ans Netz und er liefert 60 Megawatt. Dazugekommen sind seitdem Rifgat, Borkum Riffgrund 1 und 2, Merkur Offshore, Trianel Borkum, Godewind 1 und 2, Nordsee One, Nordergründe. Weiter draußen liegen noch mehr Parks. Deutsche Bucht, Veja Meta, Bad Offshore 1, Global Tech 1, Albatros, Hohe See, Amrungbank West, Nordsee Ost und Meerwind Süd. Zusammen sind das die Parks, die gerade vollständig einspeisen. Dazu kommen die, die gerade hochgefahren werden und die, die im Bau sind. Addiert liefern die ganzen grünen Punkte hier 5,5 Gigawatt Strom und damit bereits den Löwenanteil dessen, was in Deutschland offshore momentan produziert wird. Geht es nach der Bundesregierung und ihren Klimaschutzzielen, wird Offshore-Strom massiv ausgebaut. Im Jahr 2045 soll auf den Meeren eine Leistung von 70 Gigawatt installiert sein. Das Gros davon, nämlich 57 Gigawatt, soll in der Nordsee zugebaut werden und damit praktisch bei uns. Ob es wirklich dazu kommt, steht aber auf einem anderen Blatt, denn es gibt zahlreiche Probleme auf dem Weg dorthin. Genehmigungsverfahren laufen schleppend. Der Leitungsausbau an Land muss vorankommen. Außerdem wird weltweit die Nachfrage nach Material und Fachkräften immer größer und beides könnte hier dann fehlen. Offshore-Strom, allemal ein kompliziertes Unterfangen. Gecheckt?